lass es krachen. Und die Post ist da. So, wen haben wir denn da? Die Edge, oder? Oha, Brief und... Da Hasso. Hallo Claudi, es war schön, dich zu kennen. Was? Aber leider müssen wir Abschied nehmen. Ich ziehe nach Midgard um. Dir noch alles Gute. Der ist doch gerade erst hergezogen, Donnerkiesel. Na, der Tom Nook. Ein Westernbett. Achso, zu Hause, okay. Claudi, mein Kind, weißt du, ein paar Erinnerungen an dich bleiben für immer. Wie du die 46 Stunden, die dich in den Wehen lag, als du auf der Welt kamst. Du warst es wert, oder nicht? Was soll ich denn jetzt dazu sagen? Eine echt gesunde Beziehung zu seinen Eltern, um die Briefe witzig zu finden. Sind nur zwei? Ja, ich dachte fünf. Ich hätte schon gedacht, ich hätte schon fünf beisammen. Aber nö. Ich bin verwundert, dass die Edge gar nicht nervt. Überaus verwundert. Ja, ich wollte gerade sagen, wo sind denn die? Wir haben doch Nachmittag. Hey! Wie geht's? Alles klar bei dir? Hau. Hoi, Recker. Oh, Werkflash. Großartig. Das ist Musik in meinen Ohren. Hoi, Recker. Im Ernst? Ha, ha, ha. Hey, sag an. Was kann ich für dich tun, Claudi? Wie geht's? Am 9. Mai. Da hat Tom Nook viele interessante Angebote. Ich lasse es dich nur wissen, weil ich ein bisschen Wettbewerb beim Einkaufen all dieser tollen Dinge habe. Hoi, Recker. Ich weiß, Claudi, wir sollten ein paar Kniebeugen machen, um uns für diesen Kaufmarathon fit zu machen. Was quatscht der da für einen Käse? So, jetzt gehe ich mal gucken, ob jetzt mein Äpfelbäumchen bereit für mich ist. Das war ja, wie gesagt, am Museum, meiner Meinung nach. Ja, der Gyroid genauso. Und da ich ja hier keinen Rüben gekauft habe, muss ich auch nicht mehr nach dem Preis fragen. Ach nee, warte mal, heute wollte ich keine Rüben kaufen, oder? Ist doch Sonntag, ich dussel. Gestern habe ich den
Tom Nook mal wieder, ach, der Tom Nook, der KK mal wieder verpasst. Das Gestrüpp habe ich, glaube ich. Das ist zwar auch Grünzeug, aber... Ach komm, was soll's. Wunderbar. Ich habe ja heute in New Horizons habe ich auch so 7 Minuten vor 12 habe ich noch Rüben gekauft. Und das auch nur, weil im Grunde genommen die Woods direkt neben meinem Haus war. Ansonsten hätte das vielleicht ein bisschen knapp werden können. Also so knapp, dass ich es halt tatsächlich verpeilt hätte, aber es wäre auch nicht so tragisch gewesen. Weil ich habe nur für 98 Sternis Rüben bekommen. Das ist zwar so im Einkauf, ist das zwar ein schöner Wert, aber das bedeutet, im Verkauf werden die Preise auch nicht so sonderlich dolle werden diese Woche. Je höher der Einkaufspreis ist, desto besser wird auch der Verkaufspreis. Und der war letzte Woche schon bäh. Und da habe ich auch 98 für die Rüben ausgeben müssen. Das bedeutet, dann wird der diese Woche auch... Hallo, mein Gutster. Achso. Scheibenblätter. Ich muss ja erst den Apfelbaum ernten, damit ich mit dir hier das stecken. Bisschen enttäuschen. So, erstmal gucken nach dem Apfelbaum, weil der wollte doch unbedingt einen Apfel haben. Und bevor ich den jetzt hier nochmal anlaber und er mir sagt, dass er doch tunlichst, ne, etwas Rundes, Schmackhaftes haben möchte, sollte ich den doch endlich mal abernten. Aber der ist nicht hier. Ich dachte, ich hätte den... Okay, doch kein Apfelbaum. Ich dachte, ich hätte den hier hingepflanzt. Mist, wo habe ich denn den hingetan? Shit. Aber der müsste jetzt wirklich heute ausgewachsen sein. Egal wo er steht, er muss fertig sein. So, quatsch mal dich mal an. Hallihallo! Du siehst aus wie das blühende Leben. Ja, du siehst super aus. Hä? Nicht so gut wie ich? Nun, das ist eine seltsame Antwort. Aber irgendwie cool. Ey, Sagan, was kann ich für dich tun? Was geht denn so? Du kommst wie gerufen, Claudi. Ich kann mein Haus nicht aufräumen, weil mir diese Taktmesser ständig im Weg sind. Kaufst du ihn mir für... Ja, komm, ich hab Geld. Sei es drum. Fantastisch. Für dich tue ich alles. Du willst wissen, was wirklich passiert ist? Nö. Also ein paar Kakerlaken krabbelten heraus, als ich Müll verstellt habe. Darum habe ich mich entschieden, ein paar Sachen loszuwerden. Du solltest ab und zu ein wenig bei dir aufräumen. Da hinten ist gerade eben jemand vorbeigelatscht, kann das sein? Ah, nee, ist das Edith. Ah, das ist Jane. Hey Claudi, wie geht's dir an diesem schönen Tag, Freund? Ernährst du dich auch vernünftig? Du musst wissen, dass ich vor kurzem eine Diät abgebrochen habe. Ja, ich schäme mich allerdings nicht dafür. Ist doch wahr, ist doch mein eigenes Pech, wenn ich meinen Körper ruiniere, oder? Und übrigens bin ich auch so schön genug. Stimmt's, Freund? Ja. Kommen wir doch gleich mal zur Sache. Was kann ich für dich tun, Freund? Häng nur so rum. Am Strand hat mir gerade jemand erzählt, dass dort ein lebendes Fossil oder so gefunden wurde. Ach, der Quastenflosser. Kann das sein? Was soll das bedeuten? Weißt du das?
schon gehört, ja? Du weißt darüber etwas? Das musst du mir erzählen. Oh, nein, warte mal kurz. Ich will nicht dafür deine Schuld stehen. Sag's doch lieber nicht, Freund. Wie? In meiner Schuld stehen für eine Info? Jetzt ist er auch noch stinkig. Muss ich nicht verstehen, oder? Hey, warte mal, einen Augenblick. Wo gehst du hin? Teufel nochmal. Es geht mich was an, Baby. Wie du so herumschleißt mit diesem boshaften Grinsen auf deinem Gesicht. Du hackst was aus, da bin ich sicher. Wenn du etwas planst, solltest du es mich wissen lassen, okay, Baby? Nun, ich meine, du musst nicht, aber es würde mir sicherlich nicht mehr Spaß machen. Was ist los? Reden wir. Ich bin schon ganz fertig. Ich flippe definitiv fast aus. Du weißt doch, wie gern ich einkaufe, oder? Jetzt habe ich super Neuigkeiten. Tom Nook hält bald im Laden einen großen Ausverkauf ab. Ich bin schon am Sparen, denn beim Ausverkauf komme ich bestimmt wieder in meinen Kaufrausch, Baby. Ausverkauf. Der macht doch jeden Tag irgendwie Ausverkauf. Also, er verkauft halt. Bin mal gespannt, ob mir das irgendjemand abschwafelt, den Taktmesser. Ach, guck mal da, Ansgar. Hallo, Claudi. Hast du mich vergessen? Ich bin's, Ansgar. Vielleicht gibt es bei euch ja viele davon, aber das Ding hier ist trotzdem für dich. Der Brief ist fertig, kapiert? Dein Ansgar. Ich hab ihn besuchen wollen, aber ich glaube, der ist in sein Haus gegangen. Kindersessel, aha. Der ist, glaube ich, in sein Haus gegangen, weil er ist ja einer von den Grummeligen. Und wenn man da morgens hinkommt, fällt der vor der Tür und dann geht er ins Haus und dann nie wieder gesehen. Hey, Claudi. Hast du daran gedacht, dass heute Muttertag ist? Wenn nicht, bedauere ich deine Mutter. Du wirst heute nett zu deiner Mutter sein, okay? Genau. Ich gebe dir was, damit du nicht vergisst, sie anzurufen. Es ist ein Herzchen-Telefon. Immer wenn du es siehst, solltest du daran denken, deine Mutter anzurufen. Tu es dann auch. Apropos, ich habe meine Mutter auch noch nicht angerufen. Oh, wie alt ist die? Ich mach das mal lieber, sonst gibt's Ärger. Jetzt bin mal gespannt, ob das Telefon tatsächlich dann eine Nachricht sendet. Das war ja bei späteren Spielen war das ja so. Deswegen war das Item so unfassbar beliebt. Weil das immer irgendeinen blöden Spruch abgelassen hat. Was zum Teufel? Ey! Oh, du bist es ja. Ich habe nichts gegen dich, aber hör auf, so in mein Ohr zu brüllen, Baby. Ich bin nicht taub, weißt du? Manchmal wünsche ich es mir, ich wäre es, aber ich bin es nicht. Ey, warum sprichst du mich überhaupt an? Ich habe Langeweile. Ey, ich habe gehört, du besitzt einen Kindersessel. Ich denke, es wäre besser, du würdest ihn mir geben. Du kannst doch sowas gar nicht wertschätzen. Im Ernst, du weißt doch gar nicht, was du damit machen sollst. Ich verkaufe hätte ich. Ich will auch gar nichts kostenlos bekommen. Du bekommst von mir dafür ein Musterbuch. Gut. Geld wäre mal lieber gewinnen. Du bist ein netter Mensch. Auf jeden Fall bist du leicht zu überzeugen. Nun gut. Hast du deinen Musterboden? Super, fairer Tausch, nicht wahr? Nicht wirklich. Jetzt oder so verkauft, egal. Obwohl, ich habe ja Kindertapete und Lala und so habe ich ja oben, wo die Rüben normalerweise gebunkert werden, aber dadurch, dass ich jetzt keine Rüben mehr habe, könnte ich ja eigentlich, ne? Aber Deko. Menü Deko. Mich jedenfalls nicht. So. Hier ist Pfirsich mit Birne. Hier habe ich garantiert keinen Apfelbaum gepflanzt. Das Video selber nochmal angucken, wo ich den hingepflanzt habe. Kann ja nicht sein. Ist ja echt schlimm. Ich
Ich habe ihn extra irgendwo hingepflanzt, wo er garantiert wächst. Und überaus vorsichtig und bin extra mit der Schaufel weggegangen, damit ich plötzlich aus Versehen da draufklicke und hätte ihn dann wieder ausgebuddelt. Das wäre richtig tragisch gewesen. Also irgendwo muss er dann sein. Er ist irgendwo. Ich muss ihn nur finden. Ja. Ach, guck mal da. Hey Claudi, wie geht's dir an so einem schönen Tag? Ernährst du dich auch gut? Ach, da ist wieder blöd die Eta. Hey, schon gehört? Also ich meine, ich werde wahrscheinlich nicht hingehen. Wieso? Und du solltest auch zu Hause bleiben, wo er verkauft. Ist so ordinär. Ach so. Hast du das kapiert, Claudi? Es gibt dort nichts, was du gebrauchen könntest. Also geh erst nicht hin. Sowas. Wie unnett. Ganzen Fossilflecke wieder hin. Die sind alle wieder versteckt. Sag mal, ich werde bekloppt. Wo ist denn dieser blöde Apfelbaum? Ich meine, wenn ich ihn gestern nicht gefunden habe, das kann ich ja noch irgendwo nachvollziehen, ne? Aber mittlerweile muss er doch irgendwo stehen. Ich sterbe vor Hunger. Wenn ich nicht zuerst nur komme, flippe ich aus. Ich meine das total ernst. Hä? Wer bist du? Oh Mann, du kommst gerade recht. Du hast mir etwas zu essen mitgebracht? Nein, natürlich nicht. Gut, was gibt's? Kann ich dir helfen? Gerade hatte ich was. Warte mal. Nein, doch nicht. Tut mir leid. Moment. Ach, Claudia. Gut, was gibt's? Was geht so? Ich weiß verdammt viel über Essen. Du wirst nicht viele Leute kennenlernen, die so viel wissen wie ich. Aber dafür kenne ich mich mit Möbeln nicht besonders gut aus. Also sie sind nicht essbar, so viel weiß ich. Naja, ich versuche mir Möbelkenntnisse anzueignen und ich dachte mir, würdest du mir dein Taktmesser für... Ja? Ist zwar Verlust, aber egal. Das ist so spitze, Claudi. Hier hast du das Geld. Wahnsinn, endlich habe ich sowas Tolles, Cooles für mein Zimmer gefunden. Ja, da bin ich keine Ahnung vom Möbel. Meine kleine Höhle wird so niedlich aussehen. Ich danke dir und mein Zimmer dankt dir auch. Oh, sweet. Freut sich über ein Taktmesser. Und ich habe den Schrott los. Moment. The Mike. Okay, hier wohnt ein Mike. Zur ein Achter-Outfit, was ist das? Margaritenschirm, der ist hübsch. Wo habe ich den Apfelbaum hingeklatscht? Hey, was machst du hier? Kommst du häufiger hierher? Was ist das für ein Anmachspruch? Was mich betrifft, mache ich nur einen kleinen Spaziergang, um fit zu bleiben, weißt du? Das ist wichtig. Was kann ich für dich tun? Häng nur rum. Claudi, kennst du mit dich mit Feng Shui aus? Ja, die Kunst, Räume harmonisch einzurichten. Ja, Pi mal Daumen halt. Gib mir mal ein paar Tipps. Oh, du weißt es wohl nicht, hm? Nun ja, da muss ich dir eben beibringen, stimmt's? Es ist eigentlich ganz einfach. Zum Beispiel, solltest du jemals eine Puppe in deinem Zimmer stellen? Hä? Dann aber niemals mit dem Gesicht zur Wand. Oh wow, ja. Das gleiche gilt für Gyroiden. Sie sollten niemals mit dem Gesicht zur Wand stehen. Du wirst es vielleicht nicht glauben, aber das bringt Pech in allen finanziellen Angelegenheiten. Man sagt, es wäre alles Teil von Feng Shui. Wie sie guckt. Aber ich glaube, dass der Fluch der Puppen, dass es der Fluch der Puppen ist. Danke. Also keine Puppen für mich. Ich doch Mike. Och, Samu, wie viele Vögelchen hab ich denn hier? Jetzt muss man noch der Ansgar zurückziehen. Und Jan. Und Anna. Ach ja, er ist der einzige Vogel. Also, nee, gut. Konrad halt noch. Ansonsten? Tatsache, sind sie alle ausgeflogen.
Aha, ich wusste doch, dass es jemand gibt, den ich noch nicht kenne. Chirp. Also, ich bin Mike. Gefällt dir das nicht? Das sage ich meinem Bruder, der kann Karate. Na also, geh doch. Ich bin außerordentlich erfreut, dich getroffen zu haben. Chirp. Nee, ich wollte eigentlich anquatschen, nicht anschaufeln. Oh, Claudi, schon wieder. Wie schön. Für mich. Chirp. Ja, also, was willst du? Plaudern wir. Ey, rate mal, wer gerade viele Angebote hat. Ja, genau. Nuck lässt im Kaufhaus die Puppen tanzen. Ich bin ja kein gut großer Freund von solchen Angeboten. Man gibt nur zu viel aus und findet doch nie, was man braucht. Pass mit den Angeboten auf. Wenn du einmal im Kaufrausch bist, hörst du erst wieder auf, wenn all dein Geld weg ist. Okay. Das ist Eichhörnchen zu Hause. Hier ist Erlo. Nein, nein, ich möchte nichts. Ich sage dir zum letzten Mal, du garstiges Wesen, geh weg. So gut. Oh, warte, du bist es bloß. Ich dachte, es wäre wieder dieser Komiker. Die Taschentücher verkaufen, so gut. Also dann, was für dich her? Busy labern. Du bist wieder eine dieser Faulenzer, die so gut wie nie Briefe schreiben. Ein netter Brief auf schönem Briefpapier zeigt deinen Freunden und Bekannten, dass du an sie denkst. Ich habe hier zufällig ein Blütenpapier dabei. Möchtest du es für... Wirklich? Du kaufst? Das ist eine Überraschung. Frag einfach nicht warum, weil es sauteuer ist. Bitteschön. Na schau, das ist, wenn man Geld zu viel hat, dann ist das egal. Und jetzt schreib mal ein paar Briefe. Ja, einmal in die Woche ist zu wenig anscheinend, ne? Ne, geh weg. Einmal die Woche ist denen zu wenig. Für mich ist es schon viel, ne? Also, vor allen Dingen mit dem Geklicke hier, das ist ja anstrengend. Dieser blöde Apfelbaum. Er muss doch hier irgendwo sein. Wo hab ich denn den hingeplackt, Menschenskinder? Ne? Hier könnte ich eigentlich auch Geld vergraben. Wären ja nur 1000, ne? Ach so, nee, ich trottel. Ich wollte ja keinen Geldbaum vergraben. Ich wollte ja eigentlich einen Schaufelbaum machen. Ach, ich wollte ja so einen Goldbaum haben. So einen güldigen Baum, der sieht ja hübsch aus. Wo hab ich denn diesen blöden Apfelbaum hingelegt? Das ist doch... Geh weg. Wo ist der Apfelbaum? Also ich wollte hier irgendwo Apfelbäume haben. Zumindest 2 Stück. Weil hier wollte ich von jedem Baum irgendwas haben. Und bei Umnuck herum, so als Deko. Wo hab ich den hin? Gott, hier ist er nicht. Dann ist er irgendwo anders. Nur wo? Dann ums Museum rum. Da sollten auch Apfelbäume und Pfirsichbäume sollten hierher. Gut. 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 Hier ist er nicht. Shit. Ostklippe. Also nicht hier, nicht hier, nicht hier, sondern Ostklippe. Irgendein Vieh, keine Ahnung. Hier. Hier bei den Birnen. An der Ostklippe. Hier wollte ich einen Apfelbaum hin. Mehrere zumindest. Oh. Puh. Schrecklos nach. Gut, ja. So.
gepflanzt. Ne, guck mal. Warte mal. Wo war denn noch einer? Hier? Gut. Wundervoll. Drei Apfelbäume. Drei Stück. Ich weiß nicht mehr, wie viel ich hier hinstellen wollte. Ich glaube, es waren 6. Das ist jetzt egal. Beim nächsten Mal habe ich dann 9 Äpfel. 9 Stück. Dann werde ich 8 auf jeden Fall pflanzen. Einen Apfel werde ich bei mir behalten, also einbunkern. Einfach nur zur Sicherheit, falls irgendjemand danach fragt. Achso, nee, warte mal, der wohnt ja hier unten. Hallo, mein Großer, guckst du? Ich habe einen riesen Koffer bekommen, da ich dich zuletzt gesehen habe. Worum geht's? Hilfe nötig? Ich habe meinen Gameboy schon seit Ewigkeiten nicht gesehen. Ich weiß kaum noch, wie er aussieht. Ich glaube, ich habe ihn Konrad geliehen. Ich bin mir nicht sicher. Ich bräuchte also Hilfe. Könntest du für mich nachforschen? Ja, klar. Hast du das mit deinem Apfel vergessen? Ich habe einen riesen Kohldampf bekommen. Worum geht's? Kann ich helfen? Ja, ist ja schon gut. Jetzt mache ich das mit dem Gameboy. Vielleicht... Weil es fällt ihm dann das mit dem Apfel nochmal ein. Es sei denn natürlich, 2 Tage sind zu lang. Wenn 2 Tage zu lang sind... Ah, der wird mich jetzt auch auf eine Schnitzeljagd schicken, so wie ich die Sache sehe, oder? Bitte, du schon wieder. Hallo? Sag mal, Claudia, was gibt's Neues? Ich will was holen. So, da will also jemand seinen Gameboy wieder haben? So, so? Oh, das ist mir aber peinlich. Ich habe ihn Niki geliehen. Tut mir leid, echt. Er ist nicht hier, wirklich. Ich hole ihn bei Niki. Niki erklärt dir dann alles. Niki! Oh, Niki und dein Pulli, die sind so flauschig weich. What? Ja, alles klar. Nicht wundern. Nicht wundern. So. Wo war denn der? Zu weit? Zu weit, zu weit, zu weit. Hier ist der Niki. Ich habe einen riesen Kohldampf bekommen, seit ich dich zuletzt gesehen habe. Also, der andere wollte ja einen Apfel. Und da hätte ich diesen Satz noch verstanden. Aber dass der jetzt so, also, ne? So ein böser, großer Bär. Hallo? Es gibt einen Comic mit Donald, als er auf Bärenjagd ist und den Bär sucht. Und der Bär steht hinter ihm und Donald guckt ganz konzentriert in die völlig falsche Richtung. Und dann packt plötzlich der Bär einen Salzstreuer aus und bestreut Donald. Und ich konnte nicht mehr vor Lachen. Ich fand diese Geste so brillant. Wie kommt man auf so einen Schwachsinn? Schön. Bist du hier, um den Gameboy für Jens abzuholen? Ich habe es nicht vergessen. Ich wollte ihn eigentlich vorhin zurückgeben. Eventuell. Möglicherweise, vielleicht. Ja, das war's dann wohl. Ich zähle auf dich. Gut. Gehen wir jetzt mal nochmal zu Jens. Wie gesagt, hoffentlich fällt ihm dann wieder ein, dass der eigentlich einen Apfel wollte. Ansonsten verbuddeln wir den irgendwo und dann haben wir dann demnächst 12 Äpfel. Und dann brauche ich... Oh, da würde ich wahrscheinlich doch alle 12 verbuddeln, weil dann habe ich die 15 voll. Da muss ich mal keinen Gedanken mehr machen. Wenn dann zwischendurch jemand einen Apfel will, dann bin ich schon. Ah, Claudi! Worum geht's? Lieferung. Ein gelber Gameboy. Meiner ist grün. Tausend Dank. Wenn du ihn nicht wärst, hätte ich ihn wahrscheinlich nie zurückbekommen. Reichen dir 535 Sternis?
Guck rüber. Du hast die richtige Einstellung, Claudi. Ich bin so froh, mich auf dich verlassen zu können. So wie es ist. Dann mit einem riesen Kohldamm. Worum geht's? Ich will helfen. Würdest du jemand ein Outfit vorbeibringen? Ich müsste Hermann da dieses Optik-Outfit zukommen lassen. Dir würde die Bewegung ganz gut tun. Wie wär's? Ja. Schön. Viel Glück. Da machst du dir so ein Heckmeck und rennst diesem dusseligen Apfel hinterher und dann will der nicht mehr. Dann will der einfach nicht mehr. Ja, der hat überhaupt keinen Bock mehr auf Äpfel. So ein Käse. Ja, Mann! Ja, Mensch! Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Tag. Ich werde dich so oft begrüßen, wie du möchtest, Heurika. Hey, sag an, was kann ich für dich tun? Lieferung. Endlich! Hast dir ja ganz schön Zeit gelassen. Und dies das Outfit von Jens? Ja, eigentlich ja, geht, ja, geht. Oh, sieh mich an, ich sehe männlich aus. Was verstehst du unter männlich? Erinnert mich daran, dass ich mich bei Jens bedanke. Oh, auch dir, vielen Dank. Das ist mein Lieblingsoutfit, aber du kannst es haben, Heurika. Ich wette, es steht dir großartig. Claudi, du leistest gute Arbeit, egal was die anderen sagen. Danke. Lieblingsoutfit, was war das hier? Linienoutfit. Also es würde dir, glaube ich, nicht stehen. Ganz ehrlich, also... Wenn's Pferdchen Tigerstreifen trägt, sieht das bestimmt ein bisschen schräg aus. In weiß-schwarz wäre das natürlich witzig, ne? Als Zebra. So, Jens ist auch so ein schöner Name, den man nicht brüllen kann. Genauso wie Jan. Ich habe einen riesen Kohlenkampf bekommen. Ja, irgendwann frischst du mich anscheinend, ne? Ey, sag mal, gib mir jetzt alle Sachen durch, oder wie? Ich habe Mike geliehen. Bin mir nicht ganz sicher. Ich bräuchte also Hilfe. Könntest du für mich nachforschen? Da hinten. Mike und da hinten. Und da hinten ist Nordosten. Ich wollte eigentlich nur zwei Bäumchen pflanzen, nach dem Wohlbefinden fragen und Jens einen Apfel aufdrücken. Jetzt habe ich schon drei Jobs. Achso, da bist du ja. Hallo, Mike. Audi? Aha, was gibt's? Ja, also, was willst du? Ich will was holen. Oh, hoppla. Gibst du Jens das Comicbuch zurück? Hier ist es, herzlichen Dank. Okay, mehr habe ich nicht zu sagen. Und jetzt mach hin. Apropos Comicbuch, Heft. Ich habe irgendein Jubiläumsbuch von The Peanuts habe ich meinem Papa geschenkt und der hat das hier gelassen. Weil es ist ja schließlich auch sein Zuhause gewesen. Das könnte ich eigentlich mal lesen. Fällt mir gerade so ein. Ich habe es gerade letztens irgendwo nochmal im Schrank gesehen. Lieferung. Mein Comic, Herr, du hast es zurückgebracht. Und Gespenstergeschichten habe ich letztens auch auf dem Speicher gesehen, als ich was ganz anderes gesucht habe. Da habe ich auch ein paar Hefte behalten. Die habe ich gern gelesen. Ich weiß auch nicht, das war irgendwie mein Ding. Ohne es konnte ich gar nicht richtig schlafen. Dank dir werde ich nun jede Nacht durchs Gezeichnet schlafen. Magst du Briefpapier? Dann kannst du viele Briefe schreiben.
Du hast mir wirklich sehr geholfen. Ich danke dir sehr. Wenn ich selbst gemacht hätte, hätte ich es sicher vergeigt. So, dann... Hey. Worum geht's? Hilfe nötig? Warte mal. Nee, ich hab nichts. Bis später dann. Gut, dann... Hat er... Hab ich das anklicken müssen letztens, dass er von dem Apfel gequatscht hat? Hey, bist du ein Kumpel von Konrad? Du weißt schon, Konrad. Konrad wohnt hier in der Stadt, oder? Wenn ihr beide nicht so eng befreundet seid, dann erzähle ich dir... hallo, Moment. Ein paar Dinge, die dich vielleicht interessieren. Habe ich bitteschön jetzt eine Wahl? Achso, ich bin jetzt sofort davon ausgegangen, dass es Gerüchte und böswillig und lala sind. Ne? Also nicht so nett. Aber es könnte ja wirklich sehr nett gemeint sein. Ne? Tipps. Okay, es geht los. Hör zu. Konrad ist, lass mal sehen. Es tut mir sehr leid. Mein Gehirn ist wie ein Sieb. Ich glaube, es dauert ein bisschen, bis ich mich erinnere. Du solltest es vielleicht selbst herausfinden. Ah, Claudia. Gut, was gibt's? Hast du einen Game Boy Advance? Ich habe einen Game Boy SP und ja, ich weiß, wie man das mit dem Game Boy Player macht. Ich sollte es demnächst mal tun. Echt cool, ich habe folgendes Gerücht gehört. Wenn man einen Game Boy Advance an einen Nintendo GameCube anschließt und danach zum Steg geht, kann man Boot fahren. Ein Boot? Boot fahren? Was ist denn? Das braucht doch gar keinen Game Boy Player. Ich habe gerade letztens den Player getestet. Mit einem Uralt-Spiel. Hat relativ Spaß gemacht, weil mit diesem GameCube-Controller das zu spielen war irgendwie, ja, semi-optimal. Aber es ist halt schön, wenn es auf einem großen Bildschirm ist, anstatt so einem Mini-Bildschirm. Ich meine, mein SP ist ja, das ist ja schon, das Display war schon beleuchtet. Alles vorher war ja unbeleuchtet und das war furchtbar. Ein Boot. Boot fahren. Ich möchte eine Bootstour machen. Ich möchte mich zurücklehnen und meine Finger durchs Wasser gleiten lassen. Boden. Krallen. Oh ja, du benötigst ein Game Boy Advance Kabel. Nintendo GameCube. Dafür. Achso, das ist ein Angel-Begriff, ja. Das ist kein Problem, richtig? Ja gut, das Kabel habe ich. Ob es funktioniert, ist eine andere Sache. Weil mein Game Boy Advance ist tatsächlich hinüber. Also der ist im Eimer. Der macht nur noch Bling. Und auf dem Display sieht man gar nichts. Hast du schon mal Midgard? Ja, ich habe früher einmal dort gelebt. Ich weiß. In der Tat ist es so, dass ich mich sogar noch an die Stadtmelodie erinnere. Hä? Ich denke, sie ging irgendwie so. Ja, das ist die Original. Die habe ich ja schon umgeändert. Wenn ich diese Melodie höre, dann fühle ich mich in die Zeit zurückversetzt, als ich mit Loki losgezogen bin. Da hatte ich kein einziges Mal angequatscht, also schwall nicht. Wir waren echte Rapper, als ich in Midgard lebte. Wir quatschten stundenlang. Aber weißt du, es ist komisch, ich habe noch keinen einzigen Brief erhalten. Ich frage mich, ob es möglich ist, dass Loki mich völlig vergessen hat. Da kann ich doch nichts für. Ja doch, eigentlich schon, aber das weiß der doch nicht. Also ein... Das macht er mir auch noch schlechtes Gewissen, ey. Ist ja furchtbar. Dieses Pack. Dieses Pack macht mir hier schlechtes Gewissen. Kriegst du von mir Briefe ab und zu mal? Mensch, das langt doch. Bin ich dir nicht genug? Miep. So, wo machen wir dann jetzt hier noch so einen schönen Apfelbaum hin? Machen wir den da hin? Dann sehe ich auch klar, obwohl ich sehe es ja sowieso gleich, wenn hier irgendwas tragend ist. Obwohl, Birne ist ein bisschen schwierig zu sehen vielleicht, ne? Also Apfel ist ja knackeschrot. Das sieht man sofort. So, wenn jetzt jemand nach Apfel fragt, dann hat er Pech. Soll gefälligst nach was anderem fragen.
Okay, jetzt habe ich hier 4 Apfelbäume stehen. Ich meine, ich wollte hier 6 hinstellen. 6 Stück. Jo. Ich gehe mal nochmal zum Wunschbrunnen. Vielleicht erzählt ihr mir noch schon wieder irgendwas von Verzweiflung und zu wenig Grün und so. Könnte ich noch ein paar Blümchen kaufen? A5. A5 ist wieder die Superstelle. An der Müllhalde, wo man ja so wahnsinnig viel pflanzen kann. Nee. Erst 40 Minuten, 42 Minuten fast. In späteren Spielen war es so, dass wenn man das Herzchentelefon angeklickt hat, dass man dann sozusagen Smeraldas Weissagungen irgendwie bekam. So. Stellen wir das mal dahin. Hallo und vielen Dank, dass du beim telefonischen Mediumdienst angerufen hast. Ein Freund, dem du vertraust, könnte dich verraten. War nur Spaß. Eigentlich wird es ein ziemlich guter Tag. Was? Okay. Das Ding ist aber, glaube ich, ein bisschen was wert bei der Ash. Bei der Akademie des schönen Hauses, bei der Edge. Achso, ich wollte auch Blumen kaufen, ich tippe. Gedanke wie Pups. Husch, vergiss es. Ran. Hier. Ey, du Simpel. Und die Müllhalde ist vor allen Dingen jetzt schon abgegraben, ne? Also ich habe da schon alles geholt, was da lag. Also das kann jetzt auch nicht stören. Also was zum Geier möchtet ihr jetzt bitte schön, dass ich da bei A5 tue? Thank you.
Brust, ne? Das ist A4. Hm, okay, okay, okay. Kies, hier soll ich irgendwo was hin tun oder was? Hinsetzen. Wie hier nicht, oder was? Zu nah an dem Betonweg, finde ich, aber boah. Wer weiß. Vielleicht schon es ja. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Briefe. Also wenn, dann würde ich jetzt eher doch ein bisschen angeln gehen. Ein bisschen schon angeln. Das mit den Briefen mache ich morgen. Apropos, angeln. Ich müsste ja eigentlich mal nach einem Frosch angeln. Habe ich den hier schon? Nee, den habe ich doch noch nicht, oder? Nee. Mit meinem Frosch angeln. Oh, witzig, da ist ja gar nichts. Huch. Oh, jetzt. Fängt ja schon gut an. Ja, genau. Da ist er.
Der zuckt aber komisch. Ich habe einen Frosch gefangen. Soll ich ihn, soll ich ihn küssen? Igitt, das ist eklig. Da kriegst du Schleim an der Gosche. Ey, nee, 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 muss nicht sein. Muss nicht sein. Bei aller Liebe zu Märchen. Nein. Außerdem hat die den an die Wand geklatscht und nicht geküsst. Ne? Das mit dem Küssen habe ich keine Ahnung, wer da mit um die Ecke kam. Die Grimms waren es jedenfalls nicht. So, einen für Sauce und einen für Eugene. Für Eugene. So geht das. So geht das. Das kann jetzt ruhig so weitergehen. Hier brauche ich noch einen. Was war es nochmal? Teleskop, aber habe ich ja schon. Ein Guppi bräuchte ich. Und ein Koi-Karpfen ist den ganzen Tag über unterwegs. Das wäre dann auch möglich. Ansonsten weiß ich jetzt gar nicht. Die anderen zwei, die sind erst ab 16 Uhr fangbar. Ich weiß aber nicht mehr, was es war. Die nervösen Zuckungen wieder an den Fingern. Keiner da? Ah, da, 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 da. Ah, da, da, da. Ah. Skalar und Katzenwels kommen ab 16 Uhr. Zu, Schatzi, ja? Was mit dem Fisch? Das ist aber komisch drauf. Flussbarsch, der ist was wert. Ich glaube 3000. Der ist klein, der ist uninteressant, aber egal. Bei Guppi eher winzig, nicht klein. Also da muss der Schatten vermutlich sehr winzig sein bei Guppi. Da ist wieder was. Der ist klein, aber nicht winzig genug, glaube ich. Durch den Wasserfall sehe ich das nicht richtig. Und dann bin ich sowas von... schlecht. Richtig schlecht. Keine Geduld. Schalim, Schalim. Dich nur, du kriegst das Protein nicht. Du bist ein Pflanzenfresser. Du kannst das nicht gebrauchen. Omega-3-Fettsäure nicht für dich.
Regie. Der Froschi wird... Der sieht ein bisschen gequetscht da drin aus. Und er zuckt auch nicht und nix. Ah, okay, er macht Geräusch. Rabbit. Quack, quack, quack. Au, au, au. Das ist meine beste Imitation einer Buffo Alvarius. Ochsenfrosch? Buffo? Wir halten auch Frösche und Kröten in unserem Museum. Nun dann, machen wir es unserem amphibischen Freund gemütlich. Wir garantieren ihm alle Vorzüge eines feuchten Hypes. Wir haben einen Rohrbruch, das ist sehr convenient. Jetzt sei nicht gierig, ich habe eins gehabt zum Abgeben jetzt, ne? Sei froh, dass ich das eine überhaupt hab. Ich bin's. Ich bin sehr froh darüber, dass ich überhaupt was gefangen habe. Was kann ich für die Sturm, wie sie da sind? Sieh dir die Blüten an. Ey, selbst wenn du die fliegenden Blüten nicht siehst, ich kann sie sehen. Der Anblick von Blüten ist für immer in mein Gedächtnis eingraviert worden. Ein bisschen ungünstig hingestellt. Na, na. Du Sack. Du Sackfisch. Nichts Gescheites. Nichts Gescheites. Ich habe Müll rausgezerrt. Thank you.
mache ich noch? Vielleicht fange ich ja doch noch was Gescheites. Okay, das war jetzt nicht so. Nee. Gut, Müll haben wir jetzt aus dem Weg geräumt. Jetzt kann es ja nur besser werden. Moment, oh. Ist nicht nett. Nicht nett. Fette Schatte. Lass es ein Koi sein. Lass es ein schüchterner Koi sein. Ein zickiger Koi. Witzig. Mit dem will ich nicht unbedingt reden, den habe ich jetzt aus Versehen angequatscht und der schickt mich zu einem, den ich auch nicht bequatschen möchte. Ja, es ist halt ein einfacher Weg, sehr gut. Okay, ich brauche nur das Comic-Heft abzugeben, mehr brauche ich ja nicht zu tun. So, dann gehen sie mal da weg da. Jetzt aber. Komm, das ist ganz lecker. Ganz lecker Köder. Okay. Was zur... Achso, weil er jetzt so... Ich gehöre in das andere Feld und der Fisch ist im nächsten Feld, oder wie, oder was? Hä? Was soll denn das, bitteschön? Veräppel doch. Ich doch.
Naja, immerhin plus Barsch. 3000. Soweit ich mich nicht täusche. Das wird leider kein Kopi. Döbel. Ist das entspannend? Bis einschläfernd. Kudo, der Killerkarten. Ich werd müde, deswegen bin ich jetzt im Moment ein bisschen maulfaul.